Ja, hallo. Ja, das Regelwerk vom Dart ist sehr einfach und übersichtlich und man hat dazwischen so viele Möglichkeiten, die meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgenutzt werden. Die Darts sind eigentlich immer die gleichen, 24 Gramm oder 25 Gramm oder 21 Gramm. Aber die Flüge sind grundsätzlich immer gleich groß. Wir werden grundsätzlich eigentlich immer die Standardgröße genommen. Ja. Für meinen Wurf, ich muss für jeden Dart irgendwo mir meinen eigenen Flügel zusammen basteln und je kleiner und leichter die Darts sind, die Barrels, umso kleiner müssen auch die Flügel sein. Ja, auf jeden Fall müssen sie angepasst sein, auch gewichtsmäßig, auch vom Schwerpunkt her. Ja, das gehört natürlich auch alles dazu. Wenn man das natürlich nicht beachtet, wird man mit solchen leichteren Darts auch schlecht auf eine Steel-Dart-Scheibe werfen können. Ja, hier versuche ich nochmal wieder zu zeigen, dass ich meine Augen auf den Dart richte während des Fluges, dass ich ihn verfolge und das geht prinzipiell auch nur mit meiner Wurfart von unten, mit einer sehr flachen Flugkurve. Ich zeige das auch gleich nochmal, was ich damit meine, mit einer flachen Flugkurve, denn dann sieht man den Dart tatsächlich von vorne bis hinten und er steigt nicht in unendliche Höhen auf, wo man ihn ja gar nicht mit den Augen weiter erreichen kann und wo man auch das Ziel dann tatsächlich verliert, sondern ich behalte auch gleichzeitig das Ziel immer noch im Auge, wenn ich den Dart verfolge. Und hier hat man schon mal einen kleinen Anhaltspunkt, wie flach der Dart fliegt. Die Decke ist insgesamt nur 2,10 Meter hoch. Also der Startboard, das hängt schon ziemlich hoch an der Decke, ziemlich dicht an der Decke. Und ja, die Flugkurve ist dementsprechend, wenn ich auf die Triple 20 werfe, fliegt der Dart eigentlich nicht höher als die Doppel 20. Da sieht bei anderen ganz anders aus. Hier kann man es nochmal verfolgen. Ich zeige auch gleich nochmal die Flugkurven, wie schön man dann auch, wenn man wirft, auch nach jedem Dart die Flugkurve anpassen kann, wenn einem die Flugkurve nicht passt, wenn einem irgendwas schiefgegangen ist. Ich kann es sofort nach jedem Wurf sofort nachkontrollieren und nachprüfen, was ist passiert, was muss ich anders machen, etwas steiler stellen, etwas weniger scharf werfen. Natürlich gehört dazu natürlich auch viel Übung durch diese Armbewegung, die ich mache. Da ist natürlich viel mehr Bewegung drin. Hier kann man mal sehen, hier ist die Flugkurve zu hoch. Dann fliegt er in die 5 rein. Aber wie gesagt, mein Wurf ist natürlich komplexer als der normale Wurf, nur über das den Unterarm und festgestellten Handgelenk prinzipiell festgestellt, dass er eigentlich sehr ganz ganz gut ist, wenn man das Handgelenk relativ stabil hält. Ja, wie gesagt, mein Wurf hat eben gesagt, da ist auch noch der Oberarm dazwischen und vielleicht ist er auch etwas kräfteraubender. Vielleicht braucht man da auch ein bisschen mehr Muskeln, weil man ja auch, wie gesagt, von unten wirft. Deswegen werfe ich auch mit leichten Darts und nicht mehr mit diesen 24 Gramm Darts. Ich mache da auch nochmal einen Test zu, was das eigentlich auswirkt auf das Dartboard an sich, wie heftig die auch tatsächlich einschlagen und wie groß die Erschütterung ist. Insgesamt ist der Wurf eigentlich mein Wurf komplizierter. Das ist hier eigentlich ein ganz einfacher Wurf und man sieht, wie hoch sie wirft. Das ist eigentlich ein klassischer Wurf. Erstmal schön das Auge verdecken, damit man möglichst nicht so viel sieht, aber das muss man ja auch nicht, weil man hat ja den Wurfarm und der geht ja automatisch. Das ist jetzt mal ein bisschen sarkastisch genannt, nicht? Also hier wird offensichtlich nicht so sehr aufs Zielen geachtet, sondern mehr auf das exakte Werfen. Und wie gesagt, der Dart fliegt sehr, sehr hoch, den kann man nicht verfolgen. Also das lohnt nicht, nicht? Also mit der Wurfart braucht man meine Art, wie ich ziele und wie ich den ganzen Zielvorgang und Wurfvorgang mache, braucht man gar nicht erst probieren. Das funktioniert nicht. Das habe ich auch damals schon, als ich angefangen habe mit Dartspielen und wo ich das versucht habe, dies hier nachzumachen, habe ich gleich festgestellt, ja, aber zielen kann ich damit nicht. Also kann man nochmal sehen, das ist die Visierlinie. So guckt man auf das Ziel. Und wo fliegt der Dart? Der fliegt meterweit hoch. Ne? Also das bringt nichts da. Nicht? Und hier sieht man mal, hier kommt der Dart relativ flach. Der ist etwas zu niedrig in dem Fall. Der kommt in die 20 unten rein. Den sieht man gar nicht. Der fliegt quasi unter dem Radar.
Der kommt etwas hoch, etwas zu hoch. Der ist dann schon ein bisschen über den Augen und der kommt jetzt genau mit den Augen geflogen. So, und dann ist er genau in der Triple 20 und so ziele ich. Nicht schön, dass ich das alles in der Waage habe. Der Wurf ist komplizierter vielleicht, ja. Nicht, das ist nicht so roboterhaft. Ich zeige das auch nochmal. Das soll jetzt auch kein Witz sein, was ich hier zeige, aber man kann auch einen Roboterarm als Vergleich nehmen und der trifft dann auch immer. Aber da muss man, wie gesagt, immer die exakte Bewegung ausführen. Und das hat dann mit Zielen schon nichts mehr zu tun, sondern einfach nur mit Mechanik. Und ja, das ist nicht meine Art, da zu spielen. Nicht? Also ich muss sehen und ich muss fühlen und ich muss Augenkontakt haben. Und es funktioniert, wie gesagt, immer besser bei mir jetzt, seitdem ich auch Vertrauen zu mir habe und nicht mehr zu anderen und mir auch nicht mehr reinreden lasse, von wegen, du musst das aber anders machen und das geht eigentlich gar nicht. Viele sagen dann ja, das geht gar nicht und dann lass es mal lieber. Nee, ich mache das so und ich empfehle es auch. Stellt eure Wurfart einfach um und macht nicht irgendwo den Kasper mit Phil Taylor und was weiß ich. Das kann nur auch der kann auch nur mit so dicken Pfeilen werfen. Ein normaler Mensch sollte eigentlich dünne Pfeile nehmen. Das ist jetzt nur mal mein Angebot. Versucht nochmal, wenn ihr erst mit dem Dartsport anfangt, versucht euch gleich richtig zu positionieren. Ich denke mal, das ist hier die modernere Art zu werfen. Tschüss.